Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema Differenzieren von Exponentialfunktionen und Logarithmus. Bei der Ableitung der Exponentialfunktion fangen wir an mit der Ableitung von der Exponentialfunktion, also der e-Potenz mit der Basis e der Eulerschen Zahl. Die Exponentialfunktion hat nämlich eine ganz besondere Eigenschaft. Wenn nämlich f von x gleich e hoch x ist, dann ist auch die Ableitung f' von x gleich e hoch x. Die Exponentialfunktion verändert sich also beim Ableiten überhaupt nicht. Das macht es besonders einfach, damit zu rechnen. Nun begegnet uns in der Praxis die Exponentialfunktion in der Regel nicht alleine, sondern die Exponentialfunktion taucht in verketteter Form auf. Ich habe dann also irgendeine Funktion, die ich jetzt hier mal g von x genannt habe, und die kann ich dann schreiben als e hoch irgendwas, e hoch irgendeine andere Funktion. Ja, das ist also genau vom Typ der Funktion, die wir bei der Kettenregel haben. Die e-Funktion ist dann die äußere Funktion und f von x wäre die innere Funktion. Und wenn wir die ableiten, dann können wir also unsere Kettenregel anwenden. E hoch irgendwas bleibt beim Ableiten immer irgendwas. Sprich, wenn ich die Funktion g ableite, g' von x bilde, das e hoch irgendwas bleibt mal so stehen. Aber ich muss dann noch die innere Ableitung, mit der muss ich multiplizieren. Naja, und wenn y in Wirklichkeit ein f von x gewesen ist, dann muss ich eben noch mit der inneren Ableitung f' von x multiplizieren. Machen wir dafür einmal ein kleines Beispiel. Wenn ich eine Funktion habe, die so aussieht, a plus b mal x, also e hoch a plus e mal x, dann ist die Ableitung davon nichts anderes, e hoch a plus b mal x. Das bleibt einfach stehen. Aber ich muss dann noch mit der inneren Ableitung von dem Exponenten multiplizieren. Da haben wir hier eine lineare Funktion stehen mit dem Achsenabschnitt a und der Steigung b. Und bei einer linearen Funktion ist die Ableitung einfach die Steigung. Ich muss also noch mit b multiplizieren. Also so funktioniert das bei der Exponentialfunktion. Die Ableitung des natürlichen Logarithmus als Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion hat auch eine besonders einfache Form. Wenn nämlich f von x der natürliche Logarithmus von x ist, dann ist die zugehörige Ableitung f' von x einfach 1 durch x. Auch damit kann ich wieder besonders einfach rechnen und in der Praxis wird mir auch der Logarithmus häufig in verketteter Form begegnen. Dass ich also sowas habe vom Typ g von x ist gleich ln von irgendeiner Funktion f von x. Und wenn ich dann g' von x bilde, dann bilde ich zunächst mal die äußere Ableitung. Ln von irgendwas ist dann 1 durch irgendwas. Und irgendwas war also hier f von x. Und dann muss ich noch mit der inneren Ableitung multiplizieren mit f' von x. Und damit hat also diese verkettete Form des natürlichen Logarithmus eine besonders einfache Form in der Ableitung, ist nämlich der Quotient dann von der Ableitung dieser inneren Funktion durch die Funktion selber. Schreiben wir das auch hier nochmal genauso hin mit der gleichen Notation, die wir vorher bei der Exponentialfunktion verwendet haben. Ja, g von x ist ln von irgendwas anderem. Die Ableitung ist dann 1 durch irgendwas anderes mal die innere Ableitung und y' ist f' von x und y war f von x. Machen wir ein konkretes Beispiel. Auch hier wieder die lineare Funktion. Wir haben den natürlichen Logarithmus von a plus b mal x. Wenn wir das also ableiten wollen, dann bilden wir einmal die äußere Ableitung 1 durch a plus b mal x
Und das müssen wir multiplizieren mit der inneren Ableitung. Die innere Ableitung der linearen Funktion ist wieder einfach b.